Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Beste Sprache ever! Meine Aufnahme läuft schon! Und schwöre, das schneide ich nicht raus, das ist so geil! Bist du jetzt mal langsam fertig? Jetzt mach die scheiß Ansage! Mach jetzt diese scheiß Ansage, Mann! Wir sind schon eine Minute dabei! Okay, wohl. Junge, ich kann das nicht, muss wieder anfangen zu lachen. Okay, warte, ich mach das jetzt, meine Fresse. Jo Leute, herzlich willkommen nach der wunderschönen Lacherkrampfattacke von uns beiden zu einer neuen Runde Slife for Land. Ja, die erste Runde hat euch hoffentlich gefallen. Ja, True Black ist natürlich... Ach, bin ich behindert? Alter! Wegen dir kann ich noch nicht mal mehr klar denken! True Alpha ist auf jeden Fall dabei! Ja, True Black ist dabei. Ja, True Black ist klar. Und Mr. Whiter. Ja, True Alpha ist auch wieder am Start. Ist ja normal, weil wir das ja zusammen machen. Ja. Jetzt frisst er auch noch! Ah! Ah! Ja, auf jeden Fall war das ist eine super Ansage. Jetzt kannst du irgendeinen Scheiß labern. Leck mich doch am Arsch, ey. Ja, Mann. Alter, die ersten paar Sekunden sind bei mir nicht. Die werde ich nicht mit reinschneiden. Ich werde dir sowas von drin lassen. Ja, ohne wenn Spaß. Wenn ihr die verkackte Ansage sehen wollt, dann guckt bei Mr. Slicer vorbei. Weil auf jeden Fall. Ich... Ey, guck mal hier. Ey, was? Das sieht aus wie Texas. Das sieht aus wie Texas. Du Spasti! Mach mein Feld nicht kaputt! Ich mach nichts kaputt! Ich mach's schön! Du brauchst Dekoration hier drin! Schnauze! Wenn's schön sein soll, geh bitte runter! Da, dein Pferd kriegt auch eine Blume! Danke. Okay. Jetzt dauert das ja alles viel zu lange. Merk schon, wir sind beide halt richtig gut drauf. Ich bin doch nicht mehr besoffen. Und damit wir... Nein, das reicht aber, ja. Ja, nur mein Bauch tut so richtig. Ja, mein auch. Warte, ich muss erstmal ein Energy trinken, das bringt mich wieder runter. Okay. Aber Energy. Jetzt hab ich mich vollgespuckt, Mann! Warum tötest du denn nicht so scheiß Hühnchen, Mann? Bist du behindert? Warte mal eben, ich muss mich mal kurz trocken machen. Oh, leck mich doch, Mann! Ey, ja, ne? Der Mr. Slicer hat sich gerade feucht gemacht. Feucht geworden, aber alles nur wegen meiner, ne? Ey, ist das dein scheiß Ernst, Mann? Wegen meiner... Ist das echt dein scheiß Ernst? Hier ist alles voller Energy jetzt! Ja, du freut mich... Fick dich! Und das alles nur wegen meines Beiseins. Alter! So, warte, wir müssen jetzt hier mal auf den Punkt kommen. Wir wollten jetzt in der Folge in die Höhle gehen und Eisen suchen, damit wir ein paar Schafe scheren können, weil sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Ja, das stimmt. Boah, hier klebt so, alles. Bist du bereit? Können wir los? Oder? Bereit bin ich. Bereit bin ich, aber bereit weiß ich noch nicht. Ey, Junge! Hier ist alles so klebrig, Alter, als hätte ich hier hingespritzt, ey, ohne Spaß. Hast du das vielleicht? Ja, vielleicht, ich weiß es noch nicht. Frag mich doch mal eine Stunde. Okay, dann lass mal zu deiner Höhle. Wo bist du jetzt schon? Was machst du da? Ja, ich würde die Zeit sinnvoll nutzen, während du da die Feucht trittst. Was für eine Zeit? Was für sinnvoll? Du bist nicht sinnvoll. Ey, das okay, Entschuldigung. Aber hier, guck, ich schenk dir sogar was. Da, frisst das. Danke, so aus die Dixe. I jizz in my pants.
Okay, komm, das lass los. Ja, können wir jetzt. Welche Richtung gehen wir? Hast du genug Essen? Ja, ja. Okay, dann gehen wir los. Komm, wir gehen mal in die Richtung, weil da vorne ist so eine Steingegend. Scheiße. Weil wir haben ja Unmengen von Schaf. Ja. Auf jeden Fall kein Problem damit. Gucken, wie weit wir diese Folge kommen, und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall Eisen finden, damit wir ein bisschen vorankommen. Ja, das wäre echt nicht schlecht. Ja, weil in der letzten Folge bin ich ja schon ein bisschen rumgeirrt. Und da. Oh. Danke fürs Fleisch, Eisen. Komm, wir gehen hier hoch. Die ganze Zeit so ein leises Geräusch, aber so richtig laut. Lass die armen Schweine in Ruhe. Lass ich doch. Das ist Mr. Piggy! Miss Piggy. Nein, Mr. Piggy. Nein, Mr. Slicer gibt's ja schon. Du Spasti. Ohne Spaß, wenn ich mir dann die Folge angucke bei dir auf dem Kanal, ich glaube, ich krieg den übelsten Lachkrampf. Auf jeden Fall, Alter. Ich hab richtige Kopfschmerzen davon, ne? Das ist mega lustig. Kommst du langsam mal hier hoch? Ja, warte, hier ist noch ein Mr. Piggy. Oder bist du zu alt und bist keine Hose? Du bist mein Penner, Alter! Und wenn ich da oben bin, ne? Ich spiel mit dem Sack sowas von Fußball! Alter! Na, dann geh ich auch vorne. Jetzt bleib stehen, du feige Sau! Warte doch, okay. Keine Sorge. Mach dir lieber. Auf dem Gipfel des Eisberges. Was für ein Eisberg? Weiß ich auch nicht. Eisbär. Digga, Alter, lass die Drogen aus dem Kopf, schwöre. Ja. Könnte man in Betracht ziehen. Mist! Da! Bin irgendwie. 1.9.2 gehen die Werkzeuge mega schnell kaputt. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob die das geändert haben. Ich weiß nicht, sollen wir mal hier unten gucken, ob irgendwo eine Höhle ist? Können wir machen. Ey, hier ist auf jeden Fall ein bisschen Kohle. Ja, Kohle brauche ich noch nicht. Warum ist da unten eine Fackel? Weil ich hier schon war. Ich habe schon letzte Folge nach Eisen gegeben. Ach, hier war's. Ja, ich bin noch nicht so weit. Ich habe, glaube ich, gerade bin bei 17 Minuten oder so. Ja, ich war hier. Hinten ist nichts. Lass mal ein bisschen weiter gucken, ob man hier irgendwas findet. Oder lass uns einfach mal runtergraben. Einfach einen geraden Strich nach unten. Keine Ahnung, aber sonst hier, sonst hat man überall Eisen. Weil das sind. Man kann hier ja voll an die Berge gucken. Und sonst hat man überall Eisen. Hier ist einfach gar nichts. Komm, wir gehen mal da vorne zu dem Berg und dann lassen wir irgendwo da reinbuddeln. Ja, warte, lass mal bitte kurz die Kohle hier abbauen. So. Wenn ich schon mal hier bin. Okay. Hier ist auf jeden Fall Lava da hinten. Und ich höre Zombies. Wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht sterben. Wir haben keine Rüstung. Ein Kopf neben uns und wir sind tot. Wer stirbt denn hier? Ich weiß nicht, wer letzte Folge so gestorben ist. Ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, was du meinst, ey. Ich auch nicht. Pfff, Spaß dir. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Boah, was? Jetzt beruhigst du dich mal, ja? Ich beruhig mich doch schon. Weil ich trinke Energy, das beruhigt mich. Warte auf dich, mein Freund. Ich bin ja schon unterwegs. Was denn hier? Wo gehen wir rein? Hier rein oder hier rein? Ich bin hier für rein. Komm, weil hier da unten leuchtet's. Hä? Wolltest du dich mit mir anlegen? Hä? Wolltest du dich mit mir anlegen? Komm her. Warte, ne? Junge. Ich saug dir deine Seele aus. Und ich hau dir ein Stück Fleisch ins Gesicht. Alter. Hey, hier war ich auch schon, was ist das denn? Kommst du wohl her? Nein. Ah, steck fest. Ha! Voll so ein Stück, so ein rohes Stück Fleisch in den Nacken. Kam gut, oder? Ja. Sollen wir uns einfach hier runterbauen, weil ich war ja schon. Okay. Wir können uns ja auf Höhe. Auf Höhe 14 oder so runterbauen. Mhm. Dann gibt's da glaube ich noch Ligas. Ach, meine Spitze. Doch. Aber ich baue mich immer zwei breit runter, weil ich hab keinen Bock, um so reinzufallen in Lava. Aua. Oder so. Okay, hier war ich noch nicht. Hier geht's weiter. Hast du Fackel noch? Ja, aber ich kann welche. Scheiße, da hab ich genug. Ja, ich kann welche craften ohne Probleme. Okay. Ich baue mich auch weiter runter. Mach das. Mach nicht einen Fehler und spring mir nach, weil dann haben wir ein Problem. Wir beide auf engem Raum. Bringt nicht viel. Mein Gott, ey.
La Paloma, ey. Ein Bier muss noch frei sein gehen. Was? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. I don't can see anything. Du hast ja wieder hier, ne? Schöne Erde und ich muss hier, oder was hast du? Gravel oder so? Ja? Ich muss mich hier durch Steine kämpfen. Das ist schön. Das ist ganz einfach dein Problem, ne? Ja. Ah, Fackel! Ey, was soll das hier? Kollege Schnürschuh. Halt, stopp, jetzt reicht das. Jetzt red ich. Halt, stopp! Die Mausefalle bleibt da, wo sie ist, damit ich meinen Penis da reinhängen kann! Du alter Schlabberlatz. Du alter Schlawiner, du ey, was ist denn los hier? Auf welcher Höhe sind wir denn gerade? Hab keine Ahnung. Sind auf Höhe, was steht das denn? Da. Sind auf Höhe. 30. Ist mir egal, ich buddel einfach. Geht noch tiefer runter. Ich hab voll Angst, dass wir gleich runterfliegen und so Lava sehen oder so weiter. Tja, no risk no fun, würde ich mal sagen. Bitches! Genau, so sehe ich das auch. Was war das? Bei mir ist irgendwas explodiert. Aber ich lebe noch. Hat sich nach einem Typ angehört. Aber hier ist kein Loch. Oh, hier ist ein Loch. Oh! Also wenn du gleich, Hallo! Hallo! Ey, hier ist Redstone. Yeah! Ich will Redstone-Blöcke machen! Damit mache ich meinen Weg, ich schwöre bei Gott. Ach scheiße, wir können den nicht abbauen, weil wir kein Eisen haben. Ach ja, fuck! Ey, das ist mega ärgerlich, ohne Spaß, muss das ganze Eisen. Ich such das jetzt, dass wir kein Eisen finden. Ich laufe jetzt hier irgendwo lang. Da haben wir hier, Lazzi Pizzi Pissi. Genau. Ich hab Eisen! Schön, ich hab wieder Redstone und ich habe. Ich hab gedacht, hier gibt's kein Eisen. Ich hab wieder ein Eisen gefunden. Und ich hab nochmal Redstone. Und. Das können wir noch nicht abbauen. Ich hab auch Eisen gefunden! In der allerletzten Kackecke! Okay, jetzt würde ich sagen, braten wir uns mal ganz schnell ein bisschen Eisen. Auf jeden, Alter. Scheiße, was mach ich denn hier? Die ganzen Rezepte werden mir auswendig. War lange her, wo ich das mal gespielt habe. Hier Mine Kraft, ne? Total. Ah ja, du hast bei deiner einen Videobeschreibung hat's einen Schreibfehler drin. Du hast bei Minecraft das eh vergessen. Ernsthaft? Jo, wollte ich noch sagen, habe ich vergessen zu sagen. Scheiße, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, passiert, mein Gott. Ist ja nichts Schlimmes. Nobody's perfect. Genau. Außerdem ist das geplant von mir, weil ich habe YouTube-Partnerkräfte und das muss so sein. So, was soll ich jetzt auch mal probieren? Richtig. Danke für den Tipp. Siehste? Wusste, du bist nett. Wolltest du mir jetzt sagen, dass ich normalerweise nicht nett bin? Alter, das habe ich nicht niemals gesagt. Ich hau dir gleich eine verfickte Axt in den Kopf. Bei der neuen 9.2 ist eine Axt stärker als ein Schwert. Ist gut, ne? Alles Schaden, ja. Komisch, aber auch ein bisschen realistisch irgendwie. So, dann will ich Zeit nutzen und einen Schluck Cola trinken. Was hast du gemacht? Nichts. Ich hab mich zum Lachen zu bringen, ich kann trinken. Weißt du, ist auch gerade der Richtige, weißt du? Hast du hier gemacht? Ich hab doch gar nichts gemacht, ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Was ist das hier so offen? Du hast meinen scheiß Ofen zugebaut. Was? Das ist mein Ofen, das ist ja dein Ofen. Da hab ich gedacht, ey, das ist doch mal. Ich würde doch niemals irgendwas zubauen. Ja. Schöner Schlawiner. Hast du jetzt eigentlich Eisen gefunden? Ja, Sigi. Warum schmilzt du das nicht an? Weil ich gerade hier was am machen bin. Da ist Wasser, da ist Lava. Bist du denn hingelaufen? Du erkennst meinen Weg. Der Weg des Wahnsinns. Ah ja, und die drei Blöcke besser nicht abbauen, weil da habe ich gerade Wasser weggemacht. Okay. Ja, nimm das deine Ecke, da kannst du die ganzen Rohstoffe entnehmen, weil du hast sie gefunden. Okay. Ich bin ein ziemlich netter Freund. Das stimmt, dann nimmst du deine Ecke. Aber ich benutze jetzt deinen Ofen. Dann nimmst du deine Ecke. Ich laufe hier lang. Meinen Ofen brauchst du? Ich benutze jetzt deinen Ofen. Ich finde noch nicht mal den Weg zurück zum Ofen!
Wenn man den Fackeln nach, würde ich sagen, beziehungsweise mit der Nase nach. Ja, eben gerade habe ich den ganz schnell gefunden, aber bin ich jetzt so behindert? Ja, ein bisschen schon. Ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen. Du kannst mich kreuzweise überraschen. Wo bist du jetzt langgelaufen? Was weiß ich, wo ich langlaufe? Ich laufe einfach irgendwo hier lang. Ey, dreh ich mal auf. Von dem Schnürschuh. Hier hast du deinen Ofen. Oh, das ist mein gemacht. Danke, ich hätte noch einen machen können. Das ist mein Ofen. Ach so. Ich hab nicht gemacht für dich. Aber ich schenke ihn dir gerne. Ich kann mir auch einen Ofen machen. So arm bin ich nicht. Nicht? Dich verarschen. So. Ach, ja, ich hätte hier lang müssen, nicht Idiot. Ja, jetzt ein Rohstoff, aber hier geht's nicht mehr weiter. Das heißt, ich baue mich weiter nach unten. Okay, ich baue mich da weiter. Hauptsache, du findest nahe wieder nach Hause, falls wir uns trennen sollten, weil sonst haben wir ein Problem. Ich finde wieder nach Hause, Mann. So behäbig bin ich auch nicht. Du hast gerade nicht mehr den Weg zum Ofen gefunden. Oh, nur weil ich gerade ausgegangen bin. Ich habe vergessen, dass ich rechts musste. Mein Gott, sowas kann doch mal passieren. Ja, das sagen sie alle, dann sind sie schwanger. Weißt du was? Verrecke. Hä? Warte mal. Oh. Ich bin auf Höhe 4. Hier müsste es jetzt gehen. Ich habe einen Smaragd gefunden. Schön für dich. Danke. Bitte. Doch einen haben? Nö. Geht nicht, ich hab nur einen. Finde ich selber schon. Jetzt aber nicht unhöflich werden, ja? Du olle Zippe! Was glaubst du eigentlich, wer du bist, ja? Weihnachtsmann. Echt? Mann, bist du hässlich geworden. Mann, ey. Nein, Spaß. Nein, das meinst du 100%ig ernst. Das hat gerade meine Gefühle verletzt. Na klar. Auf jeden. Ich mein sowas immer ernst. Tod ernst! Tot? Wer Tod? Ist tot? Achso, du meinst Tod? Guckst du, spielst du viel Mario? Nee, aber Käsekuchen. Ach, Käsekuchen. Sag das doch gleich, Käsekuchen. Sigi. Magst du Käsekuchen? Käsekuchen ist das Beste, Mann. Ja? Besser als Erdbeertorte? Ist so, Alter. Nein. Ich will, du einfach keine Ahnung hast, ne? Nein. Ja, sag ich ja, du hast keine Ahnung. Ja, nein. Ja, doch. Nein. Was tust du dich, Kollege? Ich mach mir jetzt erstmal eine Schere. Stimmt, du kannst gleich Scheren machen. Ja, hab ich schon. Scheren. Nicht die Stellungsschere, ne? Fick dich. Ganz einfach, fick dich. Ey, mein ganzes Inventar ist voll gemüllt. Cool, kenn ich. Es ist ja ein Mist. Mit irgendwelchen Steinen, die keiner mehr kennt. Andesit, Diorit. Feuerstein. Rohes Hütchen, werf ich weg. Mohn werf ich weg. Werf euch alle weg. Einfach so. Ja, einfach so, weil es kann. Boah, bist du gemein. Boah, ich werde meine Holzschwerter jetzt wegschmeißen, Alter. Hast du immer noch Holzschwerter? Ja! Was für Scheiß. Toll ist natürlich, wenn man Dingsbums hat, wenn man direkt den Lavasee hat. Spannend wird das gleich. Ob wir all unsere Sachen in das Lagerhaus reinbekommen. Das müssen wir noch im Keller oder so machen. Warum sollten wir das nicht bekommen? Da sind nur 2, 4, 6, 12 Kisten. Und? Passt doch. Auf der anderen Seite kann man auch nochmal 12, also 24 Kisten für jeden, das reicht. Siehste. So. Wollte ich jetzt machen, ich bin hier gerade voll Brain AFK. Okay. Ich merke das schon. Ich wollte den Ofen machen, so. Wofür wollte ich denn jetzt den Ofen machen? Damit du Fleisch braten kannst und Eisen und so ein Scheiß. Egal, richtig unnötig, aber naja, egal. Brauchen wir uns weiter. Ich bin so ein netter Mensch. So ein netter Mensch. So ein netter Mensch. Mann, Mann, Mann. Wenn meine Zuschauer am Anfang die verkackte Begrüßung gesehen hätten, ey. Das wäre was geworden. Darüber werden wir noch in Jahren lachen. Normal. So muss das sein. Ich finde das witzig. Ey, Gott, ich find grad gar nichts. Ich bin ja gerade auf so einer sehr tiefen Ebene, aber ich finde hier keine Lidas oder ähnliches. Das ist schlecht. Ich mache hier gerade so Strip Mining. Wird eigentlich immer ganz gut. Sehr sexy. Gold gefunden. Ja, aber Gold hilft einem auch nichts. Ich hatte früher diese Mortimer Creatures installiert. Mit dem Goldschwert konnte man dann so einen Werwolf töten. Ernsthaft?
Jo. Läuft. Aber mehr. Kann man damit nicht machen, außer Goldäpfel, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so bringt, so richtig. Goldene Äpfel hab ich in der Hose. Oh. Wow, da wäre ich ja fast in die Lava gefallen. Das war. Da oben auf der Etage. Ja, ich habe gerade hier noch ein bisschen was gemacht. Also ich möchte gleich, glaube ich, schon wieder zurückgehen. Okay, findest du nichts, sagst du? Ja, ich finde jetzt gerade nicht wirklich viel und das bringt jetzt auch nicht so viel hier noch rumzuirren, weil wir eigentlich oben erstmal genug zu machen haben. Eigentlich schon. Bevor wir jetzt hier unten rumgaunern. Aber ich gauner gerne. Gauner? Ich gauner gerne. Du Sibbe. Ich hab Angst, dass wir uns jetzt hochbauen. Entweder Lava auf mich runterfließt. Aha. Oder, nee, ich laufe lieber hoch. Oder wir, wenn wir oben den Weg jetzt befinden. Ach, klar finden wir das. Er wird ja Wasser reingespült. Ey, was machst du da? Hey, hast du den Weg zugebaut? Ich frag mal. Nee, was für ein Weg? Ich hab nur einmal Wasser reingekippt. Ja, und dann Steine da drauf gesetzt. Ein oder zwei. Soll ich doch vier oder fünf? Danke, Alter. Ey, komm, das ist viel einfacher hochzuschwimmen, als sich wieder hochzubauen. Ja, aber nicht, wenn du da drüber einen Block machst. Das war ich nicht, das war schon so. Achso. Das war Enderman. Nicht Slenderman. Der heißt hier Enderman. Okay, Madame. Wegen der Enderworld. Okay, schon überredet. So, ich geh jetzt wieder. Ich baue mich jetzt nach oben. Okay, ich komm mit. Okay. Aber mein Ofen nehme ich mit. Da wo so Erdkackstreifen nach oben gebaut sind, ist der Weg, wo ich mich gerade hochbaue, ne? Falls du die Blöcke wieder abbauen musst. Fick dich. Mach einen Arbeit. Das hast du doch mit Absicht gemacht. Nein. Hier Licht, sehe Licht. Digga, das sieht echt aus wie... Wenn wir jetzt rauskommen, das ist bestimmt dunkel draußen. Das sieht echt aus wie Scheiße. Schwarz. Schwarz ist es draußen. Juhu, meine Zeit. Wartezeit. Ist so. Ich werde wieder geboren. Oh, nein, spring nicht, ist okay. Lal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 
Bist du immer noch hier unten irgendwo am rumdackeln? Ich? Ja, ich bin in dieses Loch runtergesprungen. Es war mir ganz cool. Ich fand's cool. Es hat mich schon ein bisschen gereizt. Das hat mir sehr imposiert. Genau. Imposern. Sollen wir die Folge ein bisschen länger als 30 Minuten machen? Können wir machen. Weil wir jetzt eh nicht viel gemacht haben, dann machen wir, bis ich offen muss. Und dann ist das halt so eine kleine XXL-Folge. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir labern ja eh. Bisschen Überlänge geht ja. Ey, du olle Zeckengesicht, Alter, wo bist du, Mann? Hier sind überall, fuck, oh, ich glaube, ich hab dich gefunden. I'm coming! Oh, das war eine dumme Idee. I'm coming in ear. Was? Im Ohr? Im Ohr? Nennt man das etwa Ohrensex? Aua. Oralsex mit O, mit H. Oh, hä? Ich hab grad gedacht, warum funktioniert die Fackel nicht? Dabei hab ich die ganze mit so einem Fleisch auf den Boden geklopft. Ast rein, mein Freund, Ast rein. Jo, ich hab schon wieder ein Smaragd gefunden. Schön, ich hab Eisen gefunden. Aber muss doch die Regel machen, man darf aus den anderen Truhen, wenn man nicht fragt, nichts klauen, weil das ist asozial. Das mach ich auch so nicht, wer macht denn so einen Scheiß? Ja, weiß ich nicht. Es gibt immer welche, die machen so einen Scheiß. Aber die hätte ich jetzt nicht zugetraut. Sehe ich so aus, als hätte ich das nötig? Nein, mein verficktes Eisen ist runtergefallen! Nein! Alter Vater, was ist das hier für eine Höhle? Die ist richtig übertrieben groß. Dafür bleiben doch noch ein bisschen hier. Ja. Also ich habe, wie gesagt, gerade wieder Eisen gefunden. Und ich finde gerade richtig viel Eisen, das ist gut. Aber jetzt Eisen habe ich gerade auch noch gefunden. Ich baue mich gerade zu dir irgendwie runter. Okay. Du musst eigentlich nur so einen riesigen Tunnel finden. Der geht komplett nach unten. Ja, ich bin ja da, ich bin ja da. So. Da an der Wand war nämlich noch Dings, war Eisen. Und da ist mir gerade eins runtergefallen. Das fand ich ziemlich kacke. Boah, richtig paar Coolläufer hier. Oh, das war blöd. Hey, liegt mein Eisenblock noch hier? Mein Eisenblock liegt hier! Ast rein. Hier ist es mega dunkel, aber ich sehe keine Zombies oder so. Also ich bin ganz unten bei der Lava. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ich komme da nicht wieder zurück. Also guck mal, ob du noch ein paar Rohstoffe oder so findest da. Ich bin noch ganz unten gesprungen und hab Eisen. Redstone! Alter, wie weit ist dieser Höhe? Übertrieben krass. Auf jeden Fall versuche ich dann ab den nächsten Folgen immer weniger Tiere zu schlachten, damit wir die ein bisschen erhalten können und dafür ein bisschen auf pflanzliche Nahrung umzusteigen. Ja, ist ja kein Problem. Sollte man aber auch machen, weil Tiere sind schon wichtig. Tiere, die da rumlaufen, sollen ruhig leben. Ist viel cooler, wenn da Tiere rumlaufen, als wenn da gar nichts ist. Eben. Aber toll ist schon was Tolles. Ich möchte nämlich auch morgens mal meine Cornflakes mit Milch trinken. Jetzt mal, keine Ahnung. Und das Thema jetzt hier, ob das jetzt jemanden juckt hier im Let's Play, aber ich habe gestern was gelesen, das hat mich richtig aggressiv gemacht. Ich finde das irgendwie noch viel schlimmer, wenn Menschen so arme Tiere vergewaltigen oder töten. Da finde ich viel schlimmer, als wenn die es mit Menschen machen. Ich weiß nicht wieso. Digga, so geht's mir auch. Weil so ein Tier kann ja echt gar nichts dafür, weil die leben einfach nur und machen ihr Ding. Das ist nicht so wie Menschen, die nachdenken und einfach nur Scheiße machen. Eben. Und so was geht gar nicht. Gestern gelesen einfach, dass irgendein Besitzer seinen Hund im Wald erhängt hat. Ja, bitte davon, was? Davon kriege ich richtig Aggression. Und ich habe das Bild gesehen. Was für ein dreckiger Hurensohn. Der hat einfach die Leine um so einen Baum, um so einen Ast oben rumgehängt und hat den dann da hochgezogen an seinem Hals, bis er dann halt daran verreckt ist. Ja, bitte was? Und da werde ich richtig aggressiv, wenn ich den sehen würde. Ich würde ihn wirklich umbringen. Nicht nur du, Alter. Das macht mich richtig wirklich extrem aggressiv, wenn ich sowas lese, wie man sowas machen kann. Sowas geht absolut nicht, das geht überhaupt nicht, Alter. Mein Tag war so schön, jetzt ist er im Arsch. Kannst du auch nichts für, wenn ich den Hohensohn sehe, Alter, fick ich den, fiste den, fick ihn nochmal, dann fiste ich ihn zehnfach, dann mache ich extrem... Gedacht, das kann man vielleicht mal erwähnen.
Dann mache ich extrem Penetration mit seinem Gesicht, Alter, und dann hänge ich den auch, Alter. Missgeburt. Und während er hängt, Alter, werde ich den ganz langsam ein bisschen schlitzen. Du hast Diamant! Fick ja. dich! Einen. Immerhin mehr als ich. Kannst du meine Aufnahme gucken. Das lag alles, lag hier einfach nur ein Diamant. Das ist mega. Du hast mehr als ich. Nein, du hast auch ein Diamant. Wo habe ich denn bitte einen Diamant? Du hast den in der Dings gefunden, in dem Tempel. Ach ja, stimmt. So. Und zwei Smaragde habe ich, glaube ich, ne? Ja, drei Stücke gerade gefunden. Was mache ich denn da? Redstone! Brauchen wir direkt zwei Spitzhacken. Naja, wie gesagt, das macht mich mega aggressiv. Mich auch, also sowas geht überhaupt nicht. Finde ich echt viel trauriger, als wenn das bei Menschen gemacht wird. Willkommen im Club. So. Och, ich hasse das auch, wenn Leute so sagen, so, was ist das für eine Hunderasse? Oh, das ist aber eine aggressive Hunderasse, weil Hunderasse ist aggressiv. Kommt man drauf an, wie man die erzieht. Sowas nervt mich auch so. Das sind so Leute, die haben einfach keinen Plan und labern nur Scheiße. Das macht mich auch wirklich aggressiv. Ist das nicht der größte der Mescher, der nur Scheiße labert? Sag mal ehrlich. Ja, wirklich. Ey, egal wo ich mich hinbuddel, Alter, alles verbrennt, weil direkt darunter Lava ist. Oh, mich ärgert, dass das gerade nur ein Diamant war. Oh ne. Ach. Muss ja mal hier an die 1.0 gewöhnen. Celebrate good times, come on! Come on! Da 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 da. Du bist ja neben mir! Hä? Was? Ich seh grad deinen Namen, durch die Wand sehe ich deinen Namen. Ehrlich? Jo. Wir sind genau auf derselben Höhe. Korrekt. Pass auf, wenn du mich? Ich höre dich abbauen. Mich echt nicht? Nein, Mann. Ich war so ein bisschen. Ich bin direkt hier. Wir sind genau auf derselben Höhe. Warte, ich brauche mich zu dir. Ach, da hinten bist du! Siehst du mich? Ja, jetzt sehe ich dich. Lass dich zu mir bauen. Ich bin ja gerade in so einer Schlucht. Hier gibt es mega viel Rohstoffe. Hier müsste es sein. Mega viele Rohstoffe. Aber ich glaube, nach der Schlucht müssen wir wirklich gehen. Sonst wird das zu lange hier drin. Ja. Ich bin ja immer wieder mal so eine kleine Höhentour machen oder mal eine große Höhentour für ein paar Folgen. Klar, kann man machen. Aber das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass wir versuchen, unsere Stadt ein bisschen aufzubauen. Ja, das stimmt. Dass wir schon mal ein Haus haben, weil jetzt können wir gerade einfach in so einem Wald. Hat doch auch Zelt, Zelten, Camping für Arme. Jo. Magst du Zelten? Klar. Zelten voll geil. Besten noch mit so Ami-Zeug, ey. So richtiges Ami-Zelten. Fick die Henne, was machst du hier? Dosenfutter. Was? What do you mean? Vorsicht, das Loch, nicht reinfallen. Ich will da aber rein. Das war aber. Okay, dann mach ich zu. Lapis? Ich geb dir gleich meinen ganzen Lapis, dann kannst du den blauen Weg machen. Ich hab schon Lapis gefunden, ich mach mir einen anderen Weg. Ich habe 59 Lapis, die könnte ich hier geben, weil ich brauche den nicht. Okay. Ja, mach's einfach in die Gemeinschaftsruhe. Habe ich nicht einen geilen WhatsApp-Ton? Jo. Ich gehe gerade voll steil! Nachricht bekommst du denn? Von wem habe ich jetzt eine Nachricht bekommen? Von. Der Katja! Katja, ich grüße dich. Das ist unser Let's Play. Da wird sie sich bestimmt freuen. Ja. Und mich wahrscheinlich verfluchen. Bin tierisch. Nachnamen bitte noch Handynummer. Ja, ne, ist klar. Ich brauch auf jeden Fall mega viel Redstone, Alter, wenn das der Weg werden soll, den ich haben möchte. Du kannst Redstone von mir haben, ich brauche keinen Redstone. Echt nicht? Nö, ich habe fast zwei, ja, ich habe 1,5 Stacks fast. Okay. Kannst von mir haben. Weil ich will mir Redstone-Blöcke machen. Okay, sollen wir zurückgehen? Sollen wir machen? Jo.
Ach, alles klar. Ich hoffe, wir finden den Weg ein bisschen. Lauf einfach hinterher. Ich laufe niemanden hinterher! Okay, tschüss. Haut da rein, baut da ein, kaut da ein, sucht da ein. Lauf, Schlampe, lauf! Dieser Stein hier, der sieht irgendwie aus wie Gravel. Wenn du drauf haust, merkst du, das ist ein Stein. Man haut auch nicht mit einem Stück Fleisch da drauf, aber ist okay. Wäre das zwei tief gewesen, wäre ich verbrannt. Das wäre scheiße. Und nicht beim Brennball. Sondern bei Spuckball. Okay. Wow. Mir ist auch was reingefallen. Ja, warte, da hinten ist was. Spuckball. Kennst du Spuckball? Spuckball von Family Guy. Spuckball. Family Guy guck ich nicht. Bitte was? Boah, keine Simpsons. Was? Also, ich hasse Simpsons. Du bist doch voll der Kacktyp. Ey, hier ist danke. Hier ist dein Gebiet gerade. Ein Vorsicht! Ah! Wie du denn die ganze Zeit in meine Richtung geboxt hast. Ja, du hast ihn in meine Richtung geboxt. Was ist mit dir? Junge, das war richtig. Ich hab die erst gefunden. Willst du mich verarschen? Ja, nein. Fick dich! Ja, bist du in die Richtung gelaufen? Ne? Nächstes Mal. Alter, 8 Stück. Fick dich richtig acht hart. 8 Stück waren da gerade, jetzt hab ich insgesamt 9. Schwöre, fick und dich. Mark noch. Nein. Ja, schön. Fick dich einfach. Fick dich aber so richtig. Hier ist doch überall links für dich hier. Redstone. Ja, das ist gut, aber ich brauch Diamanten. Nee. Wie nö? Ist er nicht. Sie sind ganz schön frech, Sir. Ich glaube, ich muss ihnen mal die Leviten lesen. Eine Lektion erteilen. Ist so. So richtig voll aufs Fressbrett. Okay, ich glaube, ich gehe zurück. Will nicht mehr. Warum? Höhle ist unheimlich. Was ist unheimlich? Ich verstehe dich nicht. Auch nicht. Hier ist nichts unheimlich. Doch, doch. So, das nehme ich jetzt mal mit. Ich habe jetzt schon, glaube ich, fast 3 Spitzhacken, Eisenspitzhacken schon verbraucht. Das Ganze abbauen hier. Läuft. Wird ja mal gleich viel Arbeit sein, alles einzuschmelzen. Ja, aber man weiß ja, wofür man es macht. Schön im Lagerhaus machen. Okay, weil wenn wir dann zurückgehen, dann muss ich dann auch auf. Schon spät. Ja. Okay. Weil ich an den Vorbericht gucken kann, ich nichts vergessen. Weil ich muss noch was zu essen haben, nicht brauchen. Ja, das habe ich gerade gemacht. Ich habe schon gegessen. Ja, immer diese menschlichen Probleme. Immer essen. Echt, ey. Essen, schlafen, kacken. Bester Tagesablauf, wirklich. Eigentlich schon, ne? Obwohl, zocken fehlt noch. Das stimmt. Lass doch mal. Ne, erst schlafen, dann essen, dann zocken. Dann essen, dann kacken. Dann weiter zocken, dann schlafen. Den ganzen Tag. So, ich baue mich jetzt hoch. Ich baue mich einfach geradeaus hoch. Jo, warte, ich komme auch. Obwohl, nee, wir bauen uns nicht gerade aus dem Boden. Weil wir sind nämlich in einem Berg. Stell dir vor, wir bauen uns einen Berg hoch. Wir zahlen nicht in der Luft. Schlechte Idee. Wir waren ja vorhin schon fast draußen. Okay, warte mal, wo geht's hier lang? Da geht's nach oben. Just find the way of the wings of fly. Spielen wir jetzt Haschen im Tunnel? Ja, das ist voll geil, Alter. Beziehungsweise in der ersten Folge die Herr der Ringe Musik. War echt nicht schlecht. Voll gepasst. Und der hat ihn nicht als GEMA-Dings anerkannt. Das ist richtig gut. Ja, meine Folge kannst du heute auch nicht gucken. Toll. Toll gemacht. Warum kann ich ihn nicht gucken? Ja, weil du doch gleich weg bist. Oh, Fußball. Ja. Ja, in der Halbzeit kann ich schon mal eine Viertelstunde gucken und bevor ich pennen gehe, gucke ich eine Viertelstunde. Mehr sag ich dazu nicht. Okay. Hier bauen wir uns hoch. Okay. I got wings of fly. We gonna take this song. Oh, Nigger. Wer hat das gesagt? Dark pigmentierter Mensch, sagt man dazu.
Hey Mama, hast du einen Megakuss für mich? Ihr werdet mich nicht mögen, weil ich hart bin! Wer hat das gesagt? Haben wir jetzt hier einen verkannten Komiker oder was? Bereit? Bereit geboren. Ey, du machst hier voll die Krüppel, Alter. Was machst du hier? Bin draußen. Und du bald. Ich bin doch schon auf dem Weg. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Ich muss erstmal deinen Weg irgendwie finden. Werde ihn dir weisen. Der Weg, wo du der kein Waisenkind bist. Nein, du vorbeigelaufen. Geh zurück. Hier hoch. Da wo der kommt schon. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ah! Mach das, was ich dir sage, du Scheißfigur! Ich muss erstmal die Urite in die Fresse. Fick dich, Mann! Ein Jizz on your face! Los, erst im Loch! Lass den alle anpinkeln! Ich stehe auf so einen kranken Scheiß. Sie sind eine Zecke, Sir. Hast du gesagt, ich stehe auf so einen kranken Scheiß? Ja. Ich hab euch hier nach, egal. Hä, wo sind wir hier gelandet? Das ist voll der Wald. Ich hab gedacht, hier ging's lang, hä? Und eine Sprache, wo ist das lang? Und grün. Frag doch einfach mal Mr. Piggy. Hey, wo geht's lang? Da vorne, okay. Wie, du antwortest mir nicht, dafür stirbst du. Warum antwortest du mir nicht, dafür stirbst du? Das Schweine so, warum antwortest du mir nicht? Jetzt stirbst du. Nein, sie wollen mich töten! Hat gefunden. Sie wollen mich töten und essen. Na, ich hab 19 Level. Ich habe 13. 13 à la carte. Hallo Mr. Piggy. Hallo Mr. Piggy. Da brennt irgendwas. Ja, jetzt ein Zombie. Der aus wie Thaddeus. Ich bin Thaddeus. Ja, die Schafe sind jetzt alle nackt. Joa, Machen sich nackig, nur weil wir kommen. Sehr geil. Bei mir muss ich erstmal die Karte vernünftig laden, weil bei mir ist irgendwie alles behindert gerade. Oh. Uncool. Bin ich eigentlich zur Hölle richtig? Ich glaube schon, oder? Einfach da, wo diese ganzen Felder sind. Kann man eigentlich schwer übersehen. Sie sind ein Witzbolzer. Sie töte ich zuletzt. Ich sehe unser Lager aus! Oh mein Gott! Hätten wir das nicht gebaut, dann würden wir uns nicht zurechtfinden. Ich glaube auch. Wir haben auch kurz hier die ganzen Schafe auf dem Weg, damit wir in der nächsten Folge direkt wieder scheren können. Das ist eine gute Idee, Sir. Und dann bauen wir das Lagerhaus auf jeden Fall weiter. Ja, das können wir gerne tun. Erstmal muss ich das wirklich werden. Jetzt geht über einen schönen Wollweg. Wolle, Wille, Walle, Wullewab. Wullewab. Küsschen, klapp, klapp, kille, wupp, fick dich doch ins Knie, lass das sein, ne? Ich weiß, wie war das nochmal? Gott, bin ich eine Missgeburt! Kille, wupp, wupp. Wie war das nochmal? Ach, fick dich einfach. Ja, das ist lustig. Ja, schön, dass du das lustig findest. Ich natürlich nicht. Du hast auch keinen, ne? Keinen was? Humor, Sir? Ich habe einen sehr großen Humor, Schatz, mein Freund. Ach so, okay. Glaube ich zumindest. Pack ihn doch einfach. Er hat ja gesagt. Eindeutig. Oh. Wir müssen die Folge jetzt beenden. Ja, machen wir. Oh, schmeiß jetzt mal einfach alles hier in die Kiste rein. Eine Kiste mache ich mir jetzt noch eben. Gleich entfernen. Ja doch, sieht doch ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Dachte ich
schmeckt sag, nicht mehr. Sag, wenn du fertig bist, dann beenden wir die Folge. Ach, ich sortiere später. Hab ich jetzt keine Lust. Geht schon 43 Minuten bei mir. Bei dir dann wahrscheinlich schon länger. Ja, 44, 45 jetzt. Ja. Alles klar, bist du bereit? Alles klar, machen wir. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da oder einen Daumen oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Alles klar, haut da rein. Nur see ya!